Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Project. Ich wollte gerade ernsthaft Project RBT sagen. Ich hab's gemerkt. Ja, willkommen zurück zum TWP Tribulus Big Pack. Und ihr habt schon mitbekommen, der Mann ist dabei, der einen Apfel mit einer Karotte nicht vergleichen kann, der Crazy. Kann ich aber. Aber hallo. Ja, das hat sich gerade so angeboten. Ich habe hier gerade so ein NEI und sehe einen Golden Apple und eine Golden Carrot. Was sagst du? Ja, das passt. Oh, ja. Ja, wann machen wir denn heute? Weiß ich nicht. Du willst nicht, dass ich dich schlage. Das willst du nicht. Das sehe ich eigentlich schon. Soll ich dich schon schlagen? Nein. Bist du voll live? Ja. Fick dich! Ja, dann zeig ich dich hier. Ich bin 188 Meter vom Tod entfernt, ne? 188 Meter, jetzt will ich dich. Das ist ein Witz. Da bist du ja wohl... Ach lol, da bin ich. Ja. Ich bin 188 Meter vom Tod weg. Ich hab Angst alleine. Das Lustige war, da war ich nie. In der Gegend. Was ist denn das? Hinter deinem Haus. Lol. Ja. Okay. Ja gut. Wir hatten ja in der letzten Folge mal angefangen mit der Darkseer-Rüstung. Und da wollen wir jetzt mal weitermachen. Und zuerst brauchen wir Vibrant Crystals. Die gemacht werden aus Emeralds und Vibrant Alloy. Emeralds habe ich jetzt. Habe ich ein paar gefunden. Sollten wir mal weiterkommen. Wenn irgendwas fehlt, sagst du Bescheid, ne? Eyo? Ich habe ja noch Schulstein für dich gefunden. Da fehlt noch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht ist hier was runtergefallen. Ja, ich sehe schon. Warte. Ja, wenn noch irgendwas fehlt, sagst du Bescheid, wird dann von mir ersetzen, natürlich. Ah ja, passt schon. Kennst du schon das Last Millennium? Das habe ich schon gesehen und war hier auf dem Boden, ne? Warst du auch schon drin? Nee. Geh mal rein, das ist die epischste Welt aller Zeiten. Das ist kein Witz, da musst du einmal reingehen, das ist so geil da drin. Kann ich gleich sterben? Nein. Man kann Emerald Ohren nicht in der... Du bist drin, ne? Wo ist der Sinn? The Last Villager. Ja, willkommen im Last Millennium. Das ist alles, was du da siehst. Okay. Das ist der schlechteste Witz, den ich je gesehen habe. Sowas von. Okay, ja. Wir brauchen Vibrant Crystals. Die Emeralds haben wir jetzt. 4 Stück bräuchten wir. Und wir brauchen Vibrant Alloy. Dafür brauchen wir jetzt ein Energetic Alloy. Und dafür... Oh, danke. Kein Problem, hab noch ein paar gefunden. Ja, cool. Na gut, dann erstmal Dank an dich. Auf jeden Fall, wir brauchen jetzt 4 davon. Ich hab ja noch Glowstones hier. Verdammt, hab ich noch gar nicht mehr. Scheißendreck. Magst du mir gerade mal einen Gefallen tun und. Oder hab ich hier irgendwo noch? Ich muss hier irgendwo noch einen Glowstone haben. Ja, dann muss, scheiße, muss ich mal was nachfahren. Das ist jetzt echt ein schlechter Witz, dass ich keinen Glowstone mehr habe. Ich finde ihn ziemlich gut. Hä? Ich finde ihn ziemlich gut im Witz. Ja, ich nicht. Du warst ja noch nie richtig in meinem Haus hier drin, ne? Aber ich hab's mir schon angeschaut, komplett. Echt? Auch ja. Oben schon das Labor? Ja. Wie findest du es? Nicht schlecht. Ich finde diese Blöcke... Hab auch deinen Fackelblick endlich herausgefunden, warum sie überall hell ist. Ja, der ist gut, ne? Ja. Soll ich was sagen? Der ist noch nicht mehr von mir. Oho. Ja, Klaus hat mir ja letztens sehr geholfen, meine Bude mal zu verschönern und... Oho. Von dem kam der Blick. Ah, okay. Ja, geht mal pennen. Ich schau mal hier im Lager schnell ein Klo-Stein. Bin immer mobil mit meinem Bett.
Ja, ich würde ja gerne mal hier einen Schlafsack haben, aber den gibt's ja leider nicht. Ja, leider. Ja, immerhin musst du ja nicht mal deine Brustplatte rausziehen. Ja, das war's. Beziehungsweise anziehen. So, hier ist... Alter, hier wird aber auch groß umgebaut. Ups. Ah, hier war er. Ein Klotschein nehme ich mal mit, den Rest fahre ich mir dann zusammen. Hab schon gesehen, es spielt noch momentan hier die große Automatisierung. Mhm. Gut, aber wir machen jetzt erstmal eine schöne Rüstung. Ich finde es so cool, ich kann einfach fast alles one-hitten, trotz den Rüstungen. Hast du ein Rapier? Ja, Enderium. Oh. Hast du ein bisschen lange dafür gebraucht, oder? Nö, hatte ich relativ schnell. Oh, na dann. Wie viel Damage machst du? 20 Attack Damage. Boah. Das ist echt One-Hit. Mhm. Und ich kann auch mit dem Netherstar aufbessern und halt die Modifier übers Leveln. Ja, okay. Aber der braucht halt dementsprechend dann viel EP dafür. Gut. Das hier kann ich mal wegklatschen. Boah, ich bin so viel Redstone durch den Richmond Chamber wieder. Ah ja. So, das haben wir. Und jetzt brauchen wir noch vier Enderperlen. Drei haben wir. Verdammt, hätte ich da mal vorher nachgucken sollen. Und wir gehen nochmal zurück ins Lager. Ja, läuft bei mir heute. Warte, ich komme dir entgegen. Wo bist du? Ich bin auf der Straße zum Lager. Ja. Wo bist du? Oder? Hi. Hi. Danke. Bitte. Was sagst du eigentlich so dagegen, dass es jetzt so schön aussieht? Die Spuren vom Vulkan sind ja fast gar nicht mehr zum Sehen, ne? Stimmt, der Vulkan ist ja völlig weg. Ja. Eigentlich. Ich hatte letztens nochmal in der Speed-Folge die ganzen Reste entfernt. Hast du Lust, noch einen Vulkan abzureißen? Aber nicht in der Aufnahme. Ja, okay. Können wir vielleicht diese noch mit drüber sprechen oder so, wenn du so lange da bist. Bis spätestens 5 Uhr bin ich da. Also nachts 5 Uhr. Also. Ich hab mir schon gedacht, 5 Uhr? Ja. So, wenn das hier noch gerade am Schmelzen ist, mach ich mal kurz meine Dose Wasser auf. Dose Wasser? Ja, ich war ja letztens in Frankreich und die haben da wirklich ein Bier. Ach, das, ja, das hast du in der Gruppe geschrieben. Kronenburg. Ich hab mir so verrückt gelacht. Es ist echt einfach nur Wasser. Ich kann's nicht anders beschreiben, es ist Wasser. Ich weiß nicht, ob du das Radler von Bayern kennst. Ich glaube, ich will's auch nicht kennenlernen. Es hat 5%. Wow. Ey, cool, ich hab ein Bier bekommen über Kohle. Es schmeckt auch am Anfang wie Wasser. Aber es drückt nach einer Zeit ewigst rein. Okay. Ich hätte aber jetzt fast vergessen, wir brauchen noch einen Amboss. Ja, Amboss ist so... Ah, du hast ja ziemlich viel Eisen. Also. Ja, ich will jetzt auch erstmal auf die Erzverdreifachung gehen. Du bist immer auch nicht da. Ich hatte wirklich eine relativ wenig mit Mechanismen gemacht. Ich habe letzte Folge, glaube ich, jetzt damit angefangen. Achso, okay. Na dann ist es verständlich. Hast du eigentlich gesehen, wie ich meine Energie momentan beziehe? Über Gas habe ich gesehen? Nein, ich mache aus Wasser, Kohle, Kartoffeln und Zucker mache ich Fusel, also Alkohol. Und der wird Kann dann. Kann man den noch trinken? Nee. Oh Mann. Und der wird dann mit Gunpowder und Redstone zu Rocket Fuel gemacht. Ah, stimmt. Momentan ist viel mit Rocket Fuel überall hier. Natürlich viel noch, ne, mit Rocket Fuel. Bei Tobis Versuchsanlage, nenne ich es jetzt mal so. Meinst du da das Bienenhaus oder was? Nee, bei da hinten. Bei der Baumfarm ungefähr. Okay, dann mach ich da noch nicht.
Okay, Dark Food Empowered. Dark Blade Empowered. Helm Empowered. Und das Höschen Empowered. So, damit haben wir jetzt Strom an und können die schon anziehen. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Ich weiß doch, dass ihr wieder euch jetzt gerade fast ins Fäuschen gelacht habt. Die powern wir natürlich noch weiter auf. Und jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt brauchen wir einen Basic Capacitor und 20 Level. Ach, das war das. Hm. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, das ist lustig, ne? Boah, das macht eigentlich ganz Spaß. Okay, Basic Capacitor. Wir brauchen Goldnagel, Redstone und Kupfer. Zwei können wir so schon machen. Kommen, haben wir noch ein paar auf Vorrat. Was war das? Redstone und Kupfer, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Und wir können die Capacitor machen. So. Ich bin auch teilweise immer noch so im Infinity-Modus, wenn du noch Golden Nuggets über hast, dass dann einfach beim Capacitor craften du dann das Rezept für, wie heißt es, für den Golden Ring da von Formkopf kriegst. Ach so. Ja, ganzen Modpacks verwirren einen schon auf Dauer. Ja. Ah, halt, ich hab wieder auch. Ich bin ja momentan mal wieder ziemlich viel am Buchten von Sky Factory. Ja, da hätte ich eigentlich auch mal Lust drauf, so ein Play zuzumachen. Ja, es macht echt Bock. Also, Sky Factory ist was am Anfang ein wenig nervend ist, aber dann auf Dauer echt Lust macht. Ja, das hab ich schon öfters mitbekommen. Vor allen Dingen das neue Magical Crops. Ja, das sah schon nicht schlecht aus. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Double Air Capacitor und schon 30 Level. Ich glaube, da könnten wir jetzt schon langsam in die Brüche kommen. Okay. Capacitor. Double Air brauchen Pulverized Coal und Energetical Iron. Ich brauche schon wieder Glowstone. Okay, mal überlegen. Wir brauchen 4 davon, also insgesamt 8. 8, okay. Magst du mir mal gerade aus dem Lager insgesamt 8 Glowstones bringen? Ja, wenn ich jetzt nochmal 600 Meter reiten würde, ja. Ah. Ja, okay, dann leite ich mir rüber. Bin wieder bei meiner Bude, deswegen. Ich lese hier so eine Bude auch von wie so ein gewisser Debito-LP oder was? Ja. Alter. Na gut. Ach ja, ich muss ja mal ganz. Ja. Mit was? Also mit was für einem Strom muss man die Ender Quarry powern? Die Ender Quarry haben wir ja gesagt, ist verboten. Die Quarry von BC. Die wird mit normal, kannst du mit einer normalen RF Energiequelle versorgen. Okay. Weil ich habe nämlich überall in der Gruppe gesucht, wie groß ich die maximal machen darf und dann. Ja, die Hauptsache, die ist 500 Blöcke weit weg, also nicht so eine Sichtweite. Ich glaub, ja, das brauche ich nur, um meinen Raum auszuheben, mehr nicht. Hm. Kennst du den Trick dahinter, dass du einfach mit einer Redstone-Fackel die maximale Größe sehen kannst? Ja, klar. Ja, okay. Wollte man kennen. Naja, es gibt viele, die das nicht kennen. Dann nicht unbedingt Minecraft. Ja, so kann man es auch sagen. Ich würde auch wirklich mal zu meiner Verteidigung, nicht Verteidigung sagen, sondern zum eigenen Eingestehen sagen, dass ich relativ lange nicht die Ender Quarry gemacht habe, sondern wirklich noch die alte Quarry von BC Factory. Weil ich die Ender Quarry so einfach nur noch als unnötig empfanden habe. Weil die Ender Quarry erspart schon einiges. Ja. Okay, die Vollweißkohl, da kriege ich hier hin. Die Capacitor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 16 Redstone.
Und dann noch die Nuggets. Und ich höre schon wieder irgendwo einen Zombie. So, hoffen wir mal, dass er reicht an Nuggets. Ja, locker easy. Habe ich mal wieder ein paar Nuggets auf Vorrat fürs Craften. Okay, Energetic Alloy. Und die Capacitor. Okay, jetzt brauchen wir 30 Level. Ich hoffe, dass das reicht. Oh Mann, ich hab's gerade schon gesehen. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. So, jetzt habe ich gerade gesehen, ich kann doch auf 4 upgraden, da brauchen wir 40 Level pro Einheit und Octadeck Capacitor. Würde ich sagen, lassen wir jetzt erstmal. Obwohl, die will ich jetzt aber noch nicht anziehen, weil die fängt nur 75% vom Damage ab. Und 40 Level kriegen wir, ja, da sind einmal 40 Level drin. Kannst vergessen. Da müssen wir wieder Level her. Da schreibe ich einfach ganz schnell kurz in die WhatsApp-Gruppe, dass alle bitte ihre Level bei mir reinhauen. Was mache ich denn? Christian, unterhalte mal währenddessen, weil ich gerade am Schreiben bin. Warum sollte ich? Es ist doch dein Publikum. Ja, aber du bist so gut, dich daran nichts machen zu machen. Nö. Ja doch, irgendwie schon. Ich baue hier gerade alles zu einfach. Weil hier überall Wasser ist. Ja, mach du das mal. Hast du eigentlich noch vor, den Fusionsreaktor von Mechanismen zu machen? Ich bin es. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, oder? Denken wir schon. Oh ja, da könnt ihr euch freuen, wie er failt bis dahin aus. Ja, ich muss mich auch vorher ein bisschen erkundigen, das ist klar. So, jetzt bin ich aber überlegen, was man noch machen könnte. Komm, wir bringen jetzt erstmal wieder die Rüstung nach hinten. Die wird erst angezogen. Wieso ist da ein Creeper in meinem Haus? Wieso nicht? Angezeigt, dass sie Krieger sind. Ach, ja, vielleicht unterm Haus? Ja, sind sie unterm. Das verwirrt mich mal voll, finde ich. Was können wir dann stattdessen noch machen? Also hier könnte ich eigentlich mal eine Aufnahme unterbrechen oder wie gesagt aufhören, weil wir haben schon sind schon bei 18,5 Minuten. So schnell? Ja, ja. Aufnehmen geht wieder richtig schnell. Müsstest du doch durch Charity kennen. Ja, aber da haben wir mehr geschafft. Ja komm, das ist doch später schnellere Möglichkeiten. Stimmt. Na, warte mal hier noch die Kohle rein, da haben wir hier wieder was Platz. Gut, dann würde ich sagen, war trotzdem mal eine produktive Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentarskis. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald. Willst du dich auch verabschieden? Warum sollte ich? Nein, ja. Aber tschüss. Tschüss.